Weite deine Flügel aus.
Cadê o prete? Die werden sofort angreifen. Thank you.
Turinan disse Wukan? I eude sancte stilia. Sieh mal nach, Sühnen. Komm her, ich hab das gute Zeug. Hey, das ist gut, Idee. Da ist mir wohl der Met ausgegangen. Schärfst du dich nicht?
darf mich niemand sehen. Was? Ich töte dich! Auf die andere Seite. Hey! Hey! Hey!
Was siehst du? Augenblick! Asken on Platon. Platten on den... Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburgrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgrät hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung.
Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Sollte ich vorsichtig sein. Die Kirche wird gut bewacht, aber es muss einen Weg geben. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Kisten voller Nahrungsvorräte. Burgred gibt sich nicht kampflos geschlagen. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Albert. Eivor! Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise! Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt.
Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, bring mir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Zur Hölle! Du bist nicht mehr willkommen! Bist du verletzt? Sag was! Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Margaret! Ich brenne an! Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und... Ach, Diva, Sheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Iva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß.